Übrigens, Wushinaton, ja Wushinaton, date? Ich habe mich jetzt einmal bei einer Dating-Site angemeldet. Jetzt nicht Elite-Partner oder so, wo man Fotos von Pamela Anderson kriegt, die Neuromolekularbiologinnen sind. Ne, 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 ne. Flirten in der Region.de. Ja, das klingt ein bisschen wie ein Regal im Rewe. Ich bin dort, der Pilzerschmelzer. Heißer Jungwinzer sucht willige Traube zum Verschnitt. Sind sich 42 Frauen, 12 Männer und meine Cousine aus Simbabwe gemeldet, die 25.000 Euro für eine neue Niere braucht. Ich hab mich dann mit einer getroffen. Las Vegas Cello. Mit einem Bild von einem Körper. Wie von Michelangelo. Was sagt da? Die Fischbacher Jutta und den Körper von Dali. Es hängt an der Seite runter. Sie hat dann gleich gesagt, ja, ich weiß, ich sehe nicht ganz so aus wie auf dem Foto. Habe ich gesagt, nicht so ganz. Aber das ist, als wenn du in eine Gaststätte gehst und Spaghetti mit Trüffel bestellst und du kriegst Möhren, bürgerlich. Hat sie gesagt, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wo siehst du denn aus wie George Clooney? Und ich, auf 1 Kilometer Entfernung, wir haben beide gelacht. Das zweite Date war mit der Barbara. Im Profil stand sportlich, lese gerne und nicht ganz typisch Frau. Es hat alles gestimmt. Sie war Hammerwerferin, las die Bild-Zeitung und hieß früher Bertholdt. Aber es war ein schöner Abend. Als wir auf dem Nachhauseweg waren, wurden wir von so einem angepöbelt. Dann hat die Bäh von dem genommen und hat den in die Bushaltestelle geschleudert. Ab dem Zeitpunkt waren die Babsi und ich gute Freunde. Dann kam Adrea. Setz ich auch wie bei Game of Thrones, war aber ihr Name. Ich habe von daher nichts gewusst. Die saß im Restaurant, als ich komme. Von oben bis unten durchgebadigt. Ich so, hallo. Sie dann. Hallo, ich bin Adrea. Ich bin Schamanin. Ich rede mit Bäumen. Ich lebe vegan. Und ich trinke keinen Alkohol. Adrea ist nordisch und bedeutet die, die die Welt rettet. Ich hab dann gesagt, oh, ich bin der Winzerbu. Das ist pelzisch und heißt der, der jetzt geht. Ja, ich muss noch in den Wald mit einer Ulme und einer Eiche Skat kloppen. Ich hab dann die Babsi und die Fischbacher Jutta angerufen. Es war doch noch ein schöner Abend. Aber wenn du einen jungen, heißen Winzer suchst, mit einer feinherben Note und leicht im Abgang, dann melde dich mal zu einer privaten Weinprobe bei mir. Bleiben gesund. Wir sehen uns in der Pfalz.